Im April erfolgt der Spatenstich für den Neubau im Bereich Schreberstraße-Stiegl-Bauernstraße. Nach der Gasexplosion im Sommer 2013 waren zwei Wohnhäuser nicht mehr sanierbar. Die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz errichtet an dieser Stelle einen modernen Neubau. Ja, das ist wirklich ein architektonisch präsentes Gebäude. Es wird auch im Eingangsbereich in der Stiegl-Bauernstraße durch Stützen, also freistehende Stützen, getragen. Und es hat ein Flachdach und eine Putzfassade. Und es ist natürlich auch architektonisch gewünscht, dass es ein Blickfang sein soll. Das freistehende Wohnhaus wurde vom selben Architekturbüro entworfen wie das AS Elektronica Center. Das mindestens siebengeschossige Gebäude wurde aufgrund seiner Höhe im Stadtteil viel diskutiert. Wir versuchen jetzt wirklich im Frankviertel günstige, wohnbaugeförderte Mietwohnungen anzubieten, werden dort auch großteils Dreizimmerwohnungen, also Wohnungen mit Kinderzimmer anbieten und wollen den Mietern die Wohnungen so circa 550 Euro mit Parkplatz schon anbieten können. Und das geht natürlich nur, wenn wir die Flächen richtig ausnutzen und sich so der Quadratmeterpreis anders umlegt. Die Parkplätze in der geplanten Tiefgarage dürften auch für die Bewohnerinnen umliegender Wohnhäuser interessant sein. Die Tiefgarage ist so konzipiert, dass die Tiefgarage erweiterbar ist, eventuell eben für Bewohnerparken, dass auch die umliegenden Mieter und Mieterinnen eventuell einen Tiefgarageparkplatz dann anbieten können. Die 50 bis 70 Quadratmeter großen Wohneinheiten sollen auch für junge Familien leistbar sein. Den früheren Bewohnerinnen kommt die GWG entgegen. Natürlich, das Angebot der GWG steht, dass diese Personen in das neue Haus zurückziehen können. 2017 sollen die ersten Bewohnerinnen einziehen.